Die Mods sind da und damit herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 16 neuen Mods und 3 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Leifi für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates. Und zwar fangen wir gerade an mit dem Lizard Trailer Pack. Das kommt von Kastan 18 und der Fluorke. Downloadgröße 46,34 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verbesserte Physik und Leiter hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Lemkin D24, der kommt von Adobe Modding ABP Team. Downloadgröße 0,36 MB in der Version jetzt von 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, einige i3D-Zuordnungen korrigiert, Modell überarbeitet, neue Store- und Mod-Icon, neue Specular- und Normal-Map. Und wir kommen schon zum letzten Update von heute, und zwar ist das für das Lizard CSW 300. Das kommt von Red Phoenix, Downloadgröße 1,27 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Texture Kompression berichtigt und Abnutzung braucht länger, um aufzutreten. Das heißt also, es dauert ein bisschen länger, bis die Abnutzungen erscheinen. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das Rechnungen oder Invoices, kommt von KS Softwares, Downloadgröße 37 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod ist vor allem gedacht für die Multiplayer-Server, und zwar ist es hier so, dass man, wenn man eine Arbeit für einen anderen Hof entrichtet hat, dann auch eine Rechnung quasi erstellen kann und den Hof dazu bitten, diese Rechnung zu begleichen. Also hat man auch sehr schöne Buchhaltung darüber, was gemacht worden ist und was welcher Betrag dem Hof einbringt. Die wird auf jeden Fall oder mit großer Wahrscheinlichkeit bei uns auf dem Server eintreten, da unser Stadthof im Prinzip dann der ist, der die meisten Rechnungen ausstellen wird. Und auf jeden Fall ist dies eine riesengroße Addition für das Gameplay, vor allem, wie gesagt, im Multiplayer. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das das Massey Ferguson 37 und 47er Serie. Und zwar kommt diese von Agrotron Modding, Downloadgröße 19,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und wie gesagt, kommen hier zwei verschiedene Versionen zum Zuge. Wir starten erstmal mit der kleinen Version, und zwar ist das der Massey Ferguson 3700 AL, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 75 PS, wird manuell geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 105 Liter, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 3,4 Tonnen. Der Preis 43.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Es kann ein Frontlader angebaut werden, und zwar von Kikwiki oder keinen. Dann die Motorenausführung haben die 3707 AL mit 75 PS, dann die 08er mit 85 PS und die 09er mit 95 PS. Des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Deswegen gehen wir gleich zum Massey Ferguson 4700 M. Der kommt standardmäßig mit 82 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 125 Litern, 15 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 3,9 Tonnen. Der Preis 50.500 Euro. Hier kann hinzugefügt werden ein Frontgewicht, entweder ja oder nein. Und das Frontgewicht ist 300 Kilo. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Dann der Frontlader kommt von Quickie oder Hauer in diesem Falle hier. Die Motorenausführungen haben die 4708M mit 82 PS, die 09er mit 92 PS und die 10er mit 100 PS. Auch hier gibt es keine weiteren Optionen, auch nicht zu den Farbeinstellungen. Die nächste neue Mod heißt Loma ZDK 1802, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 40,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit drei verschiedenen Anhängern, und wir schauen uns die im Einzelnen an. Zum einen haben wir den ZDK 1802,
Der kommt mit einem Ladevolumen standardmäßig von 17 Kubikmeter, einem Gewicht von 4,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 13,4 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Hier gibt es eine Ausführung, das ist die Standard, die 600 mm. Dann gibt es die 800 mm, die ist dann 1.000 Euro mehr und erhöht die Kapazität des Ladevolumens auf 19,6 Kubikmeter. Dann gibt es hier noch die Version, die 600er mm Version mit einer Schnecke, also das kann man dann als Überladewagen nutzen. Und dieselbe gibt es auch in der 800er Version. Des Weiteren kann hinzugefügt werden eine Abdeckung, und zwar hier eine Plattform. Es wird zwar als Abdeckung angegeben, aber hier wird eine Plattform hinzugefügt. Des Weiteren gibt es die Plattform und Abdeckung oder zum keines von beiden. Auch die Reifenvarianten gibt es hier. Einmal Breitreifen, Kommunal und Michelin Cargo, Friedestein Flotation Pro und zurück zu der Standardbereifung. Dann kommen wir zum ZDK 1802 Kombi. Der kommt standardmäßig mit einem Volumen von 25,4 Kubikmeter, wiegt 4,8 Tonnen, hat ebenfalls das maximale Zuladegewicht von 13,2 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Bei der Abdeckung hier kommt auch wieder die Plattform zum Zuge, Plattform plus Abdeckung oder keines von beiden. Die Reifenvarianten haben wir schon vorhin angeguckt, die sind hier identisch, also gehen wir nicht nochmal durch. Als letztes kommt der ZDK 1802 Uni, und zwar kommt dieser mit standardmäßigen 19,2 Kubikmeter, wiegt auch 4,7 Tonnen, hat auch ein maximales Zuladegewicht von 13,3 Tonnen und kostet 23.000 Euro. Auch hier gibt es die Abdeckung, Plattform und Überblasschutz, Plattform Überblasschutz, Plattform Abdeckung und keines der beiden. Und hier auch dieselben Reifenvarianten wie bei den beiden vorherigen Modellen. Wir kommen zum Cleris AD 7000. Der kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 5,21 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Düngestreuer mit einem Volumen von 7000 Litern, wiegt 2 Tonnen, hat eine Sprühweite oder Streuweite von 42 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und kostet 23.000 Euro. Hier gibt es leider des Weiteren keine Konfigurationsmöglichkeiten, weswegen wir auch gleich zu der nächsten Mod weitergehen. Die nächste neue Mod heißt Kuhn und John Deere Mähwerk Paket. Dieses kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 22,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit verschiedenen Mähwerken. Zum einen den zentralen oder Frontmähwerk von Kuhn. Dieses kommt mit einem Gewicht von 905 kg, braucht 90 PS, Arbeitsbreite 3,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h. Dann gibt es das Schmetterlingsschneidwerk, das hinten angehängt wird. Das kommt mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen, braucht 190 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9,9 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Preis 48.500 Euro. Und also diese beiden hier, das FC3525F oder das F350R, ist auf jeden Fall identisch, also deswegen gehen wir hier nicht durch, und dasselbe gilt für diese beiden Varianten hier, die sind absolut identisch, da hat sich nur die Marke und die Farbe geändert. Wir haben als zweites Beispiel haben wir zum Beispiel den John Deere 131, wir nehmen mal diese, wiegt eine Tonne, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Preis 15.000 Euro. Dazu kommt das 381er, das ist das hintere Schneidwerk, also das Schmetterlingsschneidwerk. Wiegt 2,2 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8,8 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 22 km/h. Der Preis 38.500 Euro. Hier gilt natürlich auch, dass dieses mit diesem egal komplett identisch sind und das 131er natürlich auch mit dem 313er F identisch sind. Des Weiteren kommen wir noch zu ein paar Seitenschneidwerken, und zwar das GMD 3511. Dies kommt mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 70 PS, Arbeitsweite 3,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und der Preis 10.000 Euro. Dann gibt es das 314er FF, das ist ein bisschen kleiner, das ist dann auch wieder 1,1 Tonne,
braucht 70 PS, Arbeitsbreite 3,1 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h. Der Preis 16.000 Euro. Dann haben wir hier das 331er, das ist auch das entsprechende mit dem hier. Das heißt also 3,1 Meter, das ist alles identisch, sogar der Preis. Wunderbar, das ist dieses Paket an Mähwerken, die wir haben. Die nächste Neumod heißt Massey Ferguson 3000 Series, kommt von Blauea, Downloadgröße 8,35 MB jetzt in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser kleine Traktor, standardmäßig mit 95 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 170 Liter für Diesel, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 5,4 Tonnen das Gewicht und der Preis 49.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mithas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Dann die Anhängerkupplung kann hinzugefügt werden, und zwar vorne ein Frontgewicht und dieses Frontgewicht wiegt dann 600 Kilogramm. Dann kommt ein Frontladeranbau für Quickie oder Hauer. Die Motorenausführung haben wir die 3095er Serie mit den 95 PS. Dann geben wir den 3115er mit 115 PS, den 3120 mit 120 PS. Ja, das ist also dieser Kompakttraktor, sehr schön gemacht. Also die Details sind extrem schön gemacht, wie man sich's gewohnt ist von Blauea. Willkommen zum La Campagne Pack. Das kommt von Valentin Le Gut und Nicodou 55. Downloadgröße 65,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit verschiedenen Anhängern. Und zwar zum ersten den 6021er. Der kommt standardmäßig mit 20,3 Kubikmetern, wiegt 6,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht bei 14,4 Tonnen und der Preis 35.000 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 24 Kubikmeter, 24,5 Kubikmeter und das zweimal, einmal rechts oder links, ein bisschen der höhere Wand. Dann gibt es die 25 Kubikmeter Version, das ist dann eben beidseitig die Extension da dazu gebaut. Dann gibt es eine Version mit 21.000 und da gibt es auch verschiedene Designoptionen. Dann gibt es noch eine Version mit 27.500 Litern und zurück zu der Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann beim Design kann hinzugefügt werden eine Seitenleiter, die kommt dann hier hinzu. Dann eine Frontleiter und Podest. Dann auch gibt es die Option von Kotflügel und Seitenleiter. Da gibt es jetzt alle die ganzen Versionen. Dazu kommt dann eine Option mit extra Kotflügel. Dann auch hier wieder die ganzen Leiteroptionen kombiniert mit dem extra Kotflügel oder nichts. Dann bei den Türen hier gibt es die gebogene Tür. Dann gebogene Tür mit Kornschieber, Doppeltür, Doppeltür mit Kornschieber, Doppeltür mit Leiter. Doppeltür mit Leiter und Kornschieber. Und dann gibt es das Ganze auch mit einer geraden und einfachen Tür. Da gibt es genau dieselben Optionen auch. Einmal mit Kornschieber, gebogene Tür, gebogene und so weiter. Das sind alle diese Optionen. Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Schwarz, Gelb, Grün, Grau und Blau. Und das war's mit der Konfigurationsmöglichkeiten bei diesem Anhänger. Dann gibt es die zweite Version, das ist die 71 bis 24, die kostet 42.000 Euro, hat ein Standardvolumen von 24 Kubikmetern, wiegt 7,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 16,8 Tonnen und der Preis bei 42.500 Euro. Hier kann die Kapazität erhöht werden auf bis zu 39,8 Kubikmeter. Da gehe ich auch nicht wieder die ganzen Optionen durch. Die Reifenhersteller und so weiter bleiben alles gleich. Auch die anderen Konfigurationsmöglichkeiten. Daher gehen wir gleich zum nächsten Modell. Und dies ist der 7629er. Der kommt standardmäßig mit 25,7 Kubikmeter, wiegt 7,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 21,8 Tonnen und der Preis 50.000 Euro. Hier kann die Kapazität erhöht werden bis zu 42.830 Liter, die wieder verschiedenste Optionen. Die Reifenhersteller und alles andere bleibt wie gehabt. Womit wir zum Größten kommen, das ist der Dreiachse. Der hat ein standardmäßiges Volumen von 28,7 Kubikmeter, wiegt 7,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 24,4 Tonnen und der Preis 60.000 Euro. Hier kann die Kapazität erhöht werden auf bis zu 48
1160 Liter. Alles andere bleibt wie gehabt, deswegen gehen wir nicht weiter durch. Als letztes kommt hier den SPR 25.5 und zwar wiegt dieser 6,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht 25,8 Tonnen und kostet 34.500 Euro. Klar ist dies hier ein Ballenwagen, aber bitte aufgepasst, das ist kein Autoload-Ballenwagen. Alles andere bleibt wie gehabt. Einmal hier die Reifenhersteller, die haben wir schon besprochen. Der einzige Unterschied hier ist mit der Abdeckung. Hier kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, welche dann natürlich entsprechend gehoben werden kann. Ja, das ist dieses La Campagne Pack. Ein schönes Pack. 5 verschiedene Anhänger für unterschiedlichen Gebrauchszwecken. Es geht weiter mit der nächsten Mod. Und zwar ist das der Tieflader 5523. Dieser kann von Karl 911. Downloadgröße 0,51 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tieflader mit einem Gewicht von 6,7 Tonnen und kostet 17.000 Euro. Hier gibt es sehr, sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten. Zum einen mal hier der Kotflügel, der kann hinzugefügt werden. Das ist dieser hier. Dann wieder zurück zu Standard. Dann bei den Warnschildern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zumal die Standard und einmal die Warnschilder hinzugefügt. Dann beim Logo kann gewählt werden, welches Logo erscheinen soll. Einmal Standard, dann haben wir einmal das Lizard, Lizard Typ 2. Dann haben wir einmal Teamsup Typ 1 und Typ 2. Und dann zurück zu Standard. Die Anhängerkupplung kann hinzugefügt werden von Standard zu Zugmaul hinten. Also wird hier noch eine zusätzliche Kuppel angehängt. Dann die Verbreiterung kann aufgesetzt werden. Das ist eine ziemlich weit und große Verbreiterung, die über den Radachsenstand hinausgeht. Und Standard, dann diese kann gewählt werden aus bemalten Brettern, bemaltes Metall, Metall, Bretter. Und dann wieder natürlich entsprechend die bemalten Versionen. Die Reifentypen gehe ich mal ganz kurz durch, werde nicht einzelne kommentieren. Das sind also verschiedene Reifentypen, die zur Auswahl stehen. Des Weiteren, die Hauptfarbe kann geändert werden aus einer erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe natürlich auch, sowohl wie auch natürlich die Felgenfarbe. Wir kommen zum Farmversorgungspaket. Das kommt von Delorte. Downloadgröße 4,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit verschiedensten kleinen Säcken, also an 100 Kilo oder 100 Liter. Das sind dann zu finden bei Big Bags. Das kann sein zum Beispiel Gerste, Raps, Häckselgut, Mais, Hafer, Kartoffel, Sojabohnen, Sonnenblumen, Weizen, Silage, Stroh, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Dünger, Hühnerfutter, Mischration, Schweinefutter kann gekauft werden als kleine Säcke mit dem Volumen von 100 Litern zu je 50 Euro. Des Weiteren gibt es bei den Paletten natürlich die Versionen der Paletten. Das sind dann auch wieder hier Gerste, Raps, Häckselgut und so weiter und jeweils wiegt die Palette 5000 Liter zu einem Preis von je 1000 Euro. Je nachdem muss man aufpassen, dass man da nicht zu viel bezahlt. Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeiten, im Prinzip fast alles jetzt auch als Paletten oder als kleiner Einkaufssack zu füllen. Wir kommen zu der letzten neuen Mod und zwar ist das der Schweinestall. Der kommt von Matthew FS, Downloadgröße 12,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Schweine. Das ist dieses Gebäude hier. Kostenpunkt 50.000 Euro. Es passen 100 Schweine rein. Und ja, das wäre im Prinzip alles, was dazu zu sagen ist. Die Texturen sehen in Ordnung aus. Hier kann man diese Tür aufmachen, man kann auch diese Tor aufmachen. Des Weiteren haben wir hier auch noch mal einen kleinen Unterstand, den man nutzen kann. Da sogar Licht angeht, kein Problem, alles perfekt. Die nächste neue Mod heißt Motorex Ölfass und Flacke. Kommt von Agra Dani, Downloadgröße 0,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Dekoration. Hier gibt es also das Fass für 290 Euro und einmal die Flagge für 950 Euro. Aufgepasst, das Fass ist wirklich nur Dekoration. Das ist also kein Motorenöl oder sowas drin.
Warum ist das hinzugekommen? Seit neuestem ist Motorex, die Schweizer Motorenölfirma, ist Partner mit Giants. Das heißt, wir können endlich auch dieses Logo frei und so verwenden. Natürlich daher auch für alle Plattformen. Wir kommen zu der Laderampe mit Überladebrücke. Diese kommt von Pascal Kautz, Downloadgröße 5,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tools. Das ist diese Rampe hier. Kostenpunkt 4.350 Euro zum Hinstellen und 43 Euro Kosten oder Unterhalt pro Tag. Diese Rampe ist ziemlich praktisch, weil damit kann man mit dem Krone-Anhänger hier hinzufahren, kann dann im Prinzip mit einem Gabelstapler, was auch immer, kann man die Sachen ganz schön und manuell einladen. Diese Laderampe, die faltet sich dann auf und setzt sich dann auf die Plattform des Anhängers ab, so dass es auch mit der Höhe dann auch stimmt. Daher perfekt gemacht, sehr schön gedacht und mal was anderes, etwas Neues, finde ich ganz, ganz toll. Super schön gemacht. Wer immer noch nicht genügend Versionen an verschiedenen Tanks hat, den haben wir hier jetzt den Kraftstofftank. Der kommt von Mickey Mapper, Downloadgröße 0,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü zu finden unter Gebäude und Container. Das ist dieser hier. 15.000 Euro kostet das Platzieren. Das Volumen ist bei 20.000 Litern. Da kann man einiges tanken. Es ist einfach schade, dass diese Tanks immer nur für Diesel gelten und nicht auch für Methan oder andere Sachen. Dass es nicht eine Multifill-Station ist, sondern wirklich immer nur Diesel. Wir kommen zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar ist das die USA Tierfutteranlage. Kommt von FIP 7, Downloadgröße 2,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion. Das ist diese Fabrik hier. Ist ziemlich günstig, kostet nur 40.000 Euro zum Platzieren und stellt natürlich Tierfutter her. Wie der Name schon sagt, und zwar einmal Schweinefutter. Und zwar in verschiedenen Variationen. Zum einen mal für Schweine, da gibt es zwei Versionen. Einmal für Schweine, für 60 Schweine, das ist dann Schwerpunkt Kartoffel und dann einmal Schwerpunkt Zuckerrüben. Dasselbe natürlich auch für 120 Schweine, natürlich auch mit Kartoffeln und einmal mit Zuckerrüben. Das ist zum Beispiel für die Produktion von Schweinefutter. Dasselbe haben wir natürlich für Kühe, einmal Mixration oder Mischration für 580 Kühe, für 170 Kühe und einmal für 255 Kühe. Vorsicht, hier braucht es also Diesel dazu, damit diese Anlage funktioniert. Das heißt, wenn wir hier alle drei laufen lassen, dann können wir schon fast 500 Kühe damit befüttern. Auch hier schade, dass es immer nur mit Diesel geht, dass man hier nicht zum Beispiel auch Methan hinbringen kann, dass es mit Methan funktionieren soll. Wir werden hier tatsächlich nicht wirklich auf Nachhaltigkeit erzogen. Es wäre sehr, sehr schön zu sehen, dass man hier nachhaltig sein könnte und mit dem eigens produzierten Methan hier diese Anlage betreiben könnte. Das war's schon wieder. Das war die Mod-Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub freigeschaltet worden sind. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt doch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen oder andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Es würde mich freuen, wenn auch der eine oder der andere einen Kommentar hinterlässt. Und zwar entweder mit einer Meinung dazu oder mit einem Kompliment wieder auch oder auch einer konstruktiven Kritik. Ich bedanke mich. Ich bin raus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.